In diesem Video kam euer Marshall auf folgende geniale Idee. Hey, wie wär's mit einem Club für Gentlemen? Gute Idee. Es war keine gute Idee. Doch dazu später etwas mehr. Je länger ich in UK lebte, desto mehr zeigte sich die Problematik, dass das mit der Freizeitgestaltung nichts wurde. Obwohl ich echt einiges an Kohle gespart habe, reichte das hinten und vorne nicht. Also, lasst uns zusammen mal kurz und knackig die Finanzen durchgehen. Musik bitte. Für diesen Trip hatte ich monatlich 520 Euro an Erasmus-Förderung zur Verfügung und etwa 300 Euro an Unterhalt und etwa 85 Euro an YouTube-Einnahmen. Weil keiner den Adblock ausmacht. BAföG habe ich nicht bekommen, weil ich dafür erst meine Fonds zur Altersvorsorge hätte auflösen müssen. Und dem standen gegenüber etwa 650 Euro für mein Zimmer in England sowie 290 Euro für meine Rostocker Wohnung. Ich hatte leider für diesen kurzen Zeitraum keinen Zwischenmieter gefunden. Etwa 220 Euro Essenskosten, weil Lebensmittelpreise generell teurer waren durch die stärkere Währung. Dazu noch 33 Euro monatlich für den Internetvertrag meiner deutschen Wohnung, da ich das nicht pausieren durfte. Weiterhin 96 Euro für die deutsche Krankenversicherung und nochmal 30 Euro für die ausländische. Und nochmal viele kleinere Ausgaben für Bus und Bahn in England. Ich hatte also monatlich umgerechnet diesen Betrag an Einnahmen und diesen Betrag an Ausgaben gegenüberstehend. Was sich also immer mehr durch meine Ersparnisse durchfraß. Guck mal, jetzt flexe ich hier mit meinem Moneys. Das Praktikum war unbezahlt, gleichzeitig war ich aber fast Vollzeit an der Schule anwesend. Nebenjob war also einfach nicht drin. Es wurde also kaum was mit regelmäßigen London-Trips oder irgendwelchen großen Events, weil ich es mir einfach nicht wirklich leisten konnte. Man weiß ja, dass London teuer ist, aber genau deswegen habe ich eigentlich das Umland gewählt, in der Hoffnung, dem entgehen zu können. Und wenn du wie ich ein Kind aus der eher unteren deutschen Gesellschaftsschicht bist, da drehst du halt wirklich jeden Euro dreimal um. Geldknappheit war also bei mir ein Dauergesprächsthema, was meinen Kollegen in der Schule manchmal etwas auf den Sack ging. In den letzten Wochen kurz vor meiner Rückreise nahm ich also meine letzten Ersparnisse für diesen Trip zusammen und unternahm drei größere Tagesreisen. Einmal ging es nach Richmond, zum Richmond Park, ein sehr berühmter Wanderpark zum Hirsche beobachten im Südwesten Londons. Das Wetter war toll, die Straßen waren frei und der Park leer. Die Jahreszeit sorgte dafür, dass man kaum Wildtier zu sehen bekommen hat, weswegen es einfach nur ein größerer Spaziergang mit Freunden war, die ich dort getroffen habe. Also schauten wir uns danach die echt schöne Innenstadt von Richmond an und gingen am Abend noch essen. Beim nächsten Trip ging es dann in die eigentliche Metropole von Good Old London. Als Harry Potter Fan hielt ich es für eine gute Idee, die King's Cross Station auszuchecken, weil es dort das berühmte Gleis 9 3 Viertel gab. Ich bin also nach Ankunft dorthin und stand einer ewig langen Schlange gegenüber. Um ein Foto machen zu können, hätte ich locker 2 Stunden anstehen müssen. Danach ging es zum Borough Market, der unter anderem für das Angebot an kulinarischen Vielfältigkeiten bekannt ist. Und damit haben die echt nicht untertrieben. Das war quasi so ein hochmoderner Marktschreibplatz, in den verschiedenste Nationen einfach mal ihr Können unter Beweis stellten. Entsprechend voll war es auch. Bewegung war eigentlich kaum möglich. Von einer netten jungen Dame wurde ich zu einem Entenburger-Geschäft geführt und ich dachte mir, why not? Wenn es um Fleisch geht, esse ich sowieso nur Geflügel oder Fisch, da kann ich das ja mal probieren. Und das war definitiv ein leckeres Ding. Nächster Stopp war beim Big Ben Tower. Dort angekommen war ich etwas unterwältigt. Es war halt eine Uhr. Und man durfte auch nicht reingehen, um es von innen zu erkunden. Auch war es fast unmöglich, ein halbwegs brauchbares Foto zu machen, da der ganze Block voller Selfie-Touristen war. Moment. Das macht mich eigentlich zu einem Teil des Problems. Naja, auf zum berühmten Londoner Eye. Dort angekommen steht man vor diesem überdimensionalen Riesenrad und denkt sich, Londoner Skyline? Nice. Nur um sehen zu dürfen, dass ich fast 30 Euro für eine Fahrt hätte zahlen müssen. Oder um es mit den berühmten Worten von Randy Marsh zu sagen, whoa, fuck you. Und je mehr ich durch die Straßen von London schlenderte, desto mehr fiel mir das etwas komische Stadtbild auf. Hier waren alte Zeitgebäude, angereiht neben riesigen Glasgebäuden, heruntergekommene Baracken neben hochmoderner Industrie. Es gab zwar Stellen, wo man sagen könnte, ja, das sieht durchaus englisch aus,
Aber insgesamt war nie wirklich ein einheitlicher Stadtstil zu erkennen. Am krassesten fällt das in dieser Szene auf. Ich stehe erst vor diesem riesigen Glasgebäude, gehe um die nächste Ecke und zack, mach plötzlich eine Zeitreise um 200 Jahre. Aber abgesehen von diesen sehr interessanten architektonischen Abenteuern, muss ich klar festhalten, wow, London hat ein Müllproblem. Wenn ihr denkt, dass die Gassen Berlins schon teilweise echt zugemüllt sind, dann habt ihr noch nicht die Gassen Londons erlebt. Der nächste Stopp war nun das Imperial War Museum mit einem Freund aus Deutschland. Das ist ein historisches Museum, das die verschiedensten Kriege aufgearbeitet hat. Der Eintritt war immerhin kostenlos. Das fand ich echt spannend. Man konnte gute Einblicke gewinnen, wie UK die eigene internationale Rolle, insbesondere während kriegerischen Auseinandersetzungen, wahrnahm. Und man bekam viele Details über taktische und strategische Hintergründe. Sogar den originalen NS-Reichsadler, der beim Fall Berlins vom Reichstaggebäude abmontiert wurde, gab es dort zu sehen. Und man hatte auf mehreren Ebenen originale britische Kriegstechnik herumstehen. Guckt euch zum Beispiel nur mal diesen Panzer an. Aber wisst ihr, was noch besser ist, als einen Panzer nur anzugucken? Ganz genau, selber einen zu fahren. Hans, get the Panzer ready! Im kostenlosen Multiplayer-Spiel World of Tanks versteckt es dich in deinem ganz eigenen Panzer hinter die feindlichen Linien. Erlebe virtuelle Schlachten mit atemberaubenden Soundeffekten. Wumm, wusch, in originalgetreuen Panzernachbildungen. Nutze den geheimen Code am Ende des Videos und erhalte 7 Premium-Tage, 500 Gold und einen ganz persönlichen sowjetischen T127-Panzer gratis dazu. Nein, warte. Unseren T127, hergestellt aus dem Schweiße und Blute des Proletariats unter einwandfrei maximalistischen Bedingungen. Also Kamerad, Zeit nach dem Video dem Feind auf den Zahn zu fühlen. Aber bevor es an die Front ging, wurde es erstmal Zeit, was zu futtern. Und was macht man in the most British town schlechthin? Man geht nach Chinatown und isst lieber dort. Chinatown war definitiv fancy. Das war wie so ein extra Areal inmitten der Stadt, das durch die Tore eingeleitet wurde. Die Restaurantpreise waren für Londoner Verhältnisse auch noch relativ entspannt. Und das Essen dort war wirklich sehr, sehr lecker. War geschmacklich auf jeden Fall ein nettes Abenteuer, auch wenn ich bis heute nicht mit Stäbchen umgehen kann. Nächster Stopp war beim Sky Garden in Fenchurch Street. Ein riesiges Gebäude, in dem du mit einem Fahrstuhl 35 Stockwerke nach oben musst. Dann hast du von dort einen richtig geilen Ausblick auf London mit unzähligen Naturpflanzen gehabt. Und das kostenlos, wenn du rechtzeitig buchst. Am frühen Abend ging es in eine Londoner Kneipe, wo ich nach kurzer Zeit mit zwei Schweizer Damen ins Gespräch kam, die geschäftlich für ein paar Monate in London verwalten. Die Kommunikation auf Deutsch mit den Eidgenossinnen funktionierte nicht ganz so reibungslos, weswegen wir uns lieber auf Englisch unterhalten haben. Die Damen hatten eine riesige Buffetpalette bestellt und am Ende uns sogar das restliche Essen gegeben. Ich versprühe anscheinend selbst im Ausland diesen deutschen Studenten-Vibe. Die Leute spüren, dass man weniger als ein Hartz-IV-Empfänger hat. Here you go, my boy. I know you need it more than me. God bless, goodbye. What? Gegen Abend hatte ich Lust auf etwas Unterhaltung, weswegen Marshalls Hirn folgenden Vorschlag machte. Hey, wie wär's mit einem Club für... Gentleman, gute Idee. Es war keine gute Idee. In der Anonymität der Großstadt wollten mein Kollege und ich zum Abschluss ein etwas erwachseneres Etablissement besuchen. Am frühen Abend ging es also nun im besagten Club. Wir gaben unseren Kram an der Rezeption ab und setzten uns in eine Ecke. Da euer Marshall jedoch keinen Plan hatte, wie er sich in einem solchen Etablissement zu verhalten hat, versuchte er das sehr professionell zu überspielen. Während ich dachte, dass ich wohl so auf die Damenwelt wirkte... sah die Realität wohl etwas anders aus. Der Laden war noch relativ leer und es dauerte nicht lange, bis die ersten wirklich sehr attraktiven Damen namens Tiffany und Monica sich zu uns gesellten. Erfahren wie euer Marshall war, handelte er die ganze Situation äußerst geschickt. Hi, so, it's my first time. I don't know how this works. How much... Oh, it's alright, sweet, it's alright. It's simple. For a private dance, you have to pay me 250 bucks, alright? And for a quick dance, here in the lobby, 150 bucks. Hola, 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 hola.
250 Öcken für einen Tanz? Do you have a discount for students, maybe? Sorry, hon, that's not possible. I only have, like, 70 pounds. That's all. Oh, that's alright. That will do. Follow me. Und ich so, bam, Masche, mega der Geschäftsmann. Und dann erhielt ich meinen allerersten privaten Tanz für Erwachsene, der nicht mal irgendwie privat war, sondern die ganze Zeit stand ein Türsteher vor unserem Raum und hat mich angestarrt, weil die Vorhänge nicht zugemacht werden durften. Das war sehr seltsam, wenn sich ein Mädel vor dir auszieht und du gleichzeitig dabei beobachtet wirst. Der Tanz war nach nicht mal 10 Minuten zu Ende und ich musste die kompletten 70 Kröten dafür blechen und merkte, dass ich plötzlich blank war. Ich ging auf die Toilette, hinterfragte meine Lebensentscheidung und las an der Tür: Typische Preise für einen Privattanz sind etwa 10 bis 15 Pfund. Tiffany hatte mich abgezockt. Ich kam wieder zurück in die Lobby, setzte mich zu meinem Kumpel und war von meiner eigenen Dummheit überwältigt. Wir waren nicht mal eine halbe Stunde in diesem Laden und ich musste ihn jetzt schon um Geld am Pumpen für ein Getränk. Okay, Zeit für Plan B. Nach einer Weile kam eine andere Tänzerin auf uns zu und ich wusste, die Stunde für meine Charmoffensive hat geschlagen. Guten Tag, what is your name? Do you like the German guys? Und es hat funktioniert. Die nächsten anderthalb Stunden chillte sie bei uns in der Ecke rum. Wir laberten eine Menge, sie tanzte voll auf der Bühne für uns rum und kam zurück, um weiter zu labern. Bis wir langsam Ärger von der Security bekamen, da wir keine Getränke mehr bestellten, weswegen wir nach so 2,5 Stunden aus dem Laden abgehauen sind. Wir fuhren mit dem Zug nach Hause und das war's. London war insgesamt eine schöne Erfahrung, aber deine Möglichkeiten als internationaler Praktikant sind aufgrund der hohen Kosten halt sehr, sehr eingeschränkt. Nun galt es also, alles für die Rückreise ins Vaterland vorzubereiten.